Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zu einem Unboxing einer neuen Firma auf meinem Kanal. Und zwar Angeln ist so. Ich habe mir mal eine Box da bestellt, die sind jetzt, ich glaube, im Januar an den Start gegangen mit einer kleinen Auswahl. Eine Hechtbox, eine Barschbox, ich glaube, eine Friedfischbox. Und zwei Überraschungsboxen, irgendwie sowas in dem Dreh. Angeln ist so, ist ein YouTube-Kanal, der eine schöne Fangemeinde hat. Noch nicht die YouTube-Follower-Zahlen, die große Influencer heutzutage erreichen, aber ich finde gerade im Angelsegment mit echten Followern und echten, einer echten Community ist es echt eine beachtliche Zahl, die da erreicht haben. Und wenn ich da mal irgendwann bin, dann mache ich auf jeden Fall Luftsprünge. Die wurden halt immer wieder gefragt: Mensch, ihr habt so schöne Angelvideos und könnt ihr nicht mal Boxen machen mit den Sachen, mit denen ihr in den Videos halt angelt. Dann haben die sich gedacht, ja, das können wir. Und jetzt haben sie es halt gemacht. Ja, ich habe mir die Hechtbox bestellt. 29,99 € zuzüglich Versandkosten. Die ist auch so gut wie ausverkauft. Da ist noch eine ganz kleine Menge, glaube ich, da. Hat er mir jedenfalls erzählt. Ich habe mal mit ihm mal ein bisschen natürlich Kontakt aufgenommen, nachdem ich mir die Box hier bestellt hatte. Da wird jetzt auch, nachdem sie eigentlich den Plan hatten, die Boxen in jedem Monat, sage ich mal, gleich zu befüllen. Also das ist immer derselbe Inhalt ist, also im Januar wie im März oder im Juli immer der gleiche Inhalt ist, ist es jetzt wahrscheinlich so, dass der Inhalt ein bisschen wechseln wird von Monat zu Monat. Das heißt auch, wenn Leute sich die Hechtbox regelmäßiger bestellen, ist halt nicht immer derselbe Inhalt drin. Ne? Da wird es halt auch mal ein bisschen Fluktuation geben. Genau. Was gibt es noch zu sagen? 3 bis 7 Tage Lieferzeit. 27 Artikel sollen in der Box sein. Da werden wir mal nachzählen. Was noch? PayPal ist möglich, könnt ihr auf jeden Fall bezahlen, ist am einfachsten, es gibt einen WhatsApp-Support, steht alles auf der Seite, stecke ich euch aber nochmal unten in die Videobeschreibung, alles was ihr wissen müsst, jedenfalls ein Link auf jeden Fall zu der Seite. Ja, da ist das gute Stück, da würde ich mal sagen, können wir eigentlich auch schon loslegen, oder? Ich mach mal das Geblinke aus hier, schwupps, Messer hat er. Das klappt doch gut wie durch Butter. Okay, da nicht, das ist natürlich wieder schön blöd, ich schneide hier einfach ab. Haha, gar nicht mit dir rechnet. Und los. So. Ich liebe diese Maischips. Auch sogar eine Preisliste. Ist es nicht süß? So, was haben wir denn? Wir haben zwei Teile. Also als erstes haben wir zwei Teile Stahlvorfach, 20 cm. Zweimal Stahlvorfach 25. Arterienklemme. Tren UV Slimtail. Abaco Shiner Magnum Jigköpfe. Blinker, Vectra, Little Duck und Riptail. Gesamtpreis 37,50 €. Also habt ihr hier ungefähr 7,50 € gespart. Versand darf man natürlich immer nicht mitrechnen. Wenn ihr euch das im Internet bestellt, müsst ihr den halt natürlich auch bezahlen. Noch kurze Sache. Hier wurde halt das Hauptaugenmerk so ein bisschen auf Low Budget gelegt. Also ihr solltet jetzt hier keine High-End-Köder à la Alex oder sonst irgendwas erwarten. Das ist halt, hier ist halt mehr Masse statt Klasse, so kann man es, glaube ich, am einfachsten ausdrücken, was ja auch nicht immer schlecht sein muss. Da sollte natürlich jeder für sich entscheiden. Ich bin ja da eigentlich doch ziemlich offen, obwohl ich auch auf geiles Zeug natürlich auch stehe. Hat das nicht immer viel zu sagen, wenn es jetzt halt nicht so die bekannten Marken sind. Ne? Wobei Bär ist natürlich auch bekannt, ne? Also für den normalen Raubfischangler im Laden. Da haben wir hier auf jeden Fall eine kleine Arterienklemme in einer kleinen Größe. Da habe ich mir tatsächlich auch im letzten Jahr das erste Mal welche besorgen müssen von einem guten Freund, der mir da welche besorgt hat. Das ist jetzt natürlich doof, wenn ich das so sage. Der hat mir die natürlich geschenkt, so meine ich das. Er hat mir die nicht besorgt. Hört sich an, als ob das vom Schwarzmarkt kommt. die sollte jeder natürlich haben. Macht viele Sachen auf jeden Fall einfacher. Da kann man theoretisch auch Stahlvorfächer mit binden, sagt man ja nicht. Das heißt irgendwie, hat irgendeinen anderen Namen. Müsst ihr euch mal angucken. Gibt es auch so Videos von Lieblingsköder und so. Fand ich auch ganz interessant. Genau, also eine Arterienklemme haben wir. Dann haben wir hier den Tendex Softbait First Class Soft Lures. Sieht gar nicht so schlecht aus. Bear Fishing hier auch. UV ist der. Schauen wir mal. Ey, wo ist sie denn? Da ist sie. Ja. Pack ich mal einen aus, oder? Ups. Allerdings ziemlich. Mal riechen tut der jetzt nicht so richtig. Brand new UV Colors. Brandneue UV Farm, ist klar. Weichplastik und Kunstköder erster Klasse, jeder einzelne abgestimmt auf ihren Zierfisch, entwickelt den besten blablabla. Okay, gut, also der ist natürlich für Hecht ganz schön klein, ne? Also muss man jetzt mal so sagen, hätte ich jetzt mal wahrscheinlich eher gedacht, dass da gerade hechttechnisch doch ein bisschen was Größeres drin ist, ne? Ja, Twisterschwanz hinten dran, ein bisschen durchsichtig, von der Farbe her eigentlich ganz schön, also muss man so sagen, unten UV aktiv, der durchsichtige Schwanz auch, sieht eigentlich ganz cool aus. So.
So, das würde aber wahrscheinlich auch in der Barschbox genauso passen. Der Köder, ne? Also. Schwupps. So, jetzt machen wir so einen Platz hier. So, da haben wir jetzt ein klein bisschen was Größeres. 13 cm Länge, Inhalt 3 Stück. Achso, der hat 11 cm und 5 Stück sind drin. Den, wie heißt er denn hier? Den Riptail. Der Riptail. Der hat eine kleine Plastikschale auch drin. Die sind halt ein bisschen anders verpackt. Oh, die hat auch eine schöne Farbe. Also, das ist auf jeden Fall. Ja, komisch riechen tut er aber auch, muss ich ehrlich sagen. Also, richtig nach Flavor. Riecht er jetzt nicht. Der riecht halt mehr nach Chemie und Gummi. Ja, UV-aktiv ist er. Vielleicht ist es aber auch eine Geruchsrichtung. Ich kann es leider nicht sagen. Vielleicht steht es auch drauf, aber ich denke eher nicht. Süß-Salzwasser hast du nicht gesehen. Expertenurteil, sehr gut. Na, da bin ich aber beruhigt. Ja, aber eine schöne Farbe auf jeden Fall. Auch wieder ein Twister-Schwanz. Da scheint wohl jemand auf Twister-Schwänze zu stehen auf jeden Fall. So. Gleich wieder rein. Und eine schöne Farbe. Sieht ziemlich cool aus. So. Und was haben wir noch? Jetzt haben wir einen richtigen Tail dran, auch eine etwas größere Größe. Wobei er eigentlich gar nicht viel größer ist wie der, aber er wirkt natürlich massiver, weil es halt ein kompletter Gummifisch ist mit einem etwas größeren Tail hinten dran. Ne? Den Abaco Shiner. Länge 12 cm, 4 Stück drin. Wahrscheinlich UV-aktiv am Schwanz. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Oh, schöner Gummifisch. Doch. Er riecht auch nicht sehr, sehr gut. Unten offen. Also auch gut fürs Offset-Fischen hier. UV-aktiver Schwanz. Kleiner UV-aktiver Skin hier. Können wir mal auf die Waage packen, falls es irgendwen interessiert. So. Ja. Hallo, Waage. Ich so, können wir mal was wiegen? Und die Waage so, oh, nö. Sag mal, ich habe es doch eben noch probiert. Hallo. Ja, so ist es mit der Technik. Hast du doch in meiner kalten Werkstatt nicht so richtig Bock? Einfach so machen wir mal noch. Ah, siehst du? Mit Dollar drücken geht's. So, ich sag, der hat 7 Gramm. Oh Gott, gleich mal bewege ich mich. 9. Na, gar nicht so schlecht. Wie viel der klebt. Nochmal? Ja. Okay, Moment. egal. So, was haben wir noch? Geht noch weiter. Ist noch was drin? Ach, ist das schön. So eine große Box. So, rein damit. Tendex Softbait. Weiter geht's. So, da haben wir hier Starterfach von Jackson Sumato. Gesundheit. 7x7, 20 cm, 2 Stück drin. Das ist eine ordentliche Größe hier. Also für mich ganz gut zum Angeln. 8 Kilo sollte auch eigentlich natürlich in den meisten Fällen ausreichend sein. Und dann geht's noch weiter. Tendex Softbait im 3D-Hologramm-Design. Magnum 10 cm, 18 Gramm, 2 Stück. Sieht auf jeden Fall irgendwie interessant aus. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Dankeschön. Zum Kauf unserer Tendex Spezial Weichplastikköder. Das Tendex Weichköderprogramm umfasst eine riesige Auswahl an Kurzködern mit oder ohne integriertem Bleikopf. Alles in neuem 3D-Hologramm-Design. Tendex Köder sind extremfängig und für alle Raubfische bestens geeignet. Das ist ja super. Oh, mit Drilling unten dran. Unten Drilling und oben ein Einzelhaken. Riecht genauso komisch wie die anderen. Ein bisschen UV-aktiv ist er. Ja, fertig ausgebleit. Was wiegt der? 18 Gramm, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Ist interessant, also ist okay. So, was haben wir noch? Oha. Süßigkeiten. Poppy Bär. Mal gucken, ob die abgelaufen sind. Ach, steht nicht drauf. Glück gehabt. Ach doch, da, oder? Bis 21. Ja, super. So. Oh, guck mal. Ist ja süß. Tendex Duck. Noch nie gesehen. Das ist ja wild.
mag die, so ist Gummi. Die wirkt ja drin so, als ob sie aus Plastik wäre. Aber die ist ganz weich. Hinten noch ein Spinnerblatt dran, habe ich so auch noch nicht gesehen. Muss ich ehrlich sagen. Kann sich natürlich nicht drehen, hat keinen Wirbel. Also das schlingert wirklich nur dieses kleine bisschen hier hinten hin und her. Vorhaktiv, aber sowas von. Sieht man schon. Oh, guck mal, sogar das Weiß. Das ist ja wild. Ja, also sogar ein schöner Oberflächenköder hier. Auch ziemlich klein. Muss ich sagen. Rein damit. Oh, falsch rum. Egal. So. Aufkleber haben wir. Ist das ein Aufkleber oder ist das eine Briefmarke? Das ist wahrscheinlich ein Aufkleber. Und noch ein. Angeln ist so. Das stimmt. So, dann haben wir ein paar Jigköpfe. Auch von Jackson. Hakengröße 4,0, 10 Gramm Gewicht. Und 3 Pieces in Raw. 3 Stück hier als Inhalt. Die Jigköpfe werden wohl gleich bleiben in den Boxen. Da werden wahrscheinlich nur die Köder immer so ein bisschen variieren dann, ne? Und noch ein etwas leichteres Drillingspärchen. Sagt man das so? Nein, eigentlich nicht. Drei leichtere jedenfalls. So. 6 Gramm Hakengröße, 3,0, auch wieder 3 Stück drin. So, dann haben wir noch einen schönen Blinker. Ich sag das einfach Blinker zu. Kann man wahrscheinlich auch Spoon zu sagen. Als groß. Auch wieder von Jackson hier. Reflex. Sowas auch UV-aktiv. Nope. Ja, eigentlich auch fängig, so eine Löffelblinker, wie man früher auch gesagt hat. Vielleicht sagt man es heute auch noch so. Ja, auch eine ordentliche Größe, den kann man wahrscheinlich schön weit rauspfeffern hier. So, noch. Nochmal ein Staffelfach. Haben wir 3 Stück jetzt oder waren es 2? Ne, waren 2, stimmt. Und dann haben wir noch einen Aufkleber. Noch einen klitzekleinen Aufkleber. Für die kleinsten Tackleboxen der Welt. Und ansonsten haben wir tatsächlich nichts mehr drin. Aber reicht ja auch. Ja, eine ganze Menge. Klar, von der Qualität her will ich es jetzt auch nicht schlecht reden. Das muss man halt einfach so sagen. Gummifisch ist halt irgendwo auch ein Gummifisch. Da sollte sich jeder sein Urteil drüber bilden. Also die kann man auf jeden Fall hier bedenkenlos fischen. Da wird der Fisch nicht drauf beißen, bloß weil er denkt, das ist ein billiger Gummifisch. Da sollte man sich, glaube ich, keine falschen Illusionen hinnehmen. Die Farben finde ich sehr schön hier. Die finde ich sehr schön. Die finde ich auch wirklich sehr schön. Und das ist auch eine echt interessante Farbe. Sieht fast so aus wie Cola-Haribos, ne? Muss ich ehrlich sagen. Eine Arterienklemme mit dabei. Hier mal ein etwas anderer Köder. Für den größeren Hechte hier ein schöner Löffelblinker. Auch was fürs Oberflächenfischen. Vielleicht jetzt nicht ganz so für die Jahreszeit, obwohl man Oberflächenfischen ja auch fast zu jeder Jahreszeit machen kann, wenn der See offen ist, natürlich. Ein paar Jighaken bei Stahlvorfächer. Also quasi bis auf ein Vorfach. Nee, Vorfach haben wir ja. Schön blöd ist es eigentlich natürlich ready to fish. Genau. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ob ich nochmal eine Box zeigen soll. Für mich persönlich finde ich von der Ködergröße her hätte ich mir noch ein bisschen mehr Größe gewünscht tatsächlich. Da sind mir die auf jeden Fall zu klein fürs Hechtangeln. Die gehen gerade so und die sind eigentlich okay. Aber da hätte mir noch so als Gummifisch irgendwas um die, ja, 15 vielleicht 18 cm gefehlt. Da hätte ich ruhig wahrscheinlich noch was anderes nochmal reingepackt. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, war's das mit uns. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Lemmy.